Guten Morgen, es regnet. Wie scheiße ist das denn jetzt? Hunger ist jetzt noch nicht so. Die Eimer füllen sich gerade. Durst, ja. Trinken wir eben. Und dann machen wir uns noch ein paar Lashings. Bin jetzt mal gespannt, wie lange das so dauert. So, das müsste, glaube ich, reichen. Ein Wassertropfen. Oh, da war er wieder voll. Ja, wie lange das jetzt dauert, bis der so gewachsen ist. Ich meine, ich muss mal wahrscheinlich wieder hier auf der Insel bleiben dafür. Ja, es ist jetzt nicht ganz so schön sowieso, aber ich glaube, für den Zweck des Überlebens und der Früchte sammeln hier reicht es. Jetzt fehlt uns wieder ein Stick. Ich glaube, ich werde welk, ehrlich. Mal gucken, dass die Früchte uns nicht ausgehen. Wir haben jetzt hier mal Sticks ohne Ende mit. Also richtig. Richtig viele. Nicht. Ich brauche mindestens 5 solcher Felder. Deswegen machen wir jetzt mal ein bisschen schneller hier. Zack. Und noch eins daneben. Zack. Kura. Farming Plot Kura. Huch. Farming Plot Kura. Jetzt haben wir hier noch eine Kuwawa. Die hauen wir da rein. Kuwawa. Yes. Yes. Und weil es so schön ist und wir schon ewig keine Früchte mehr gegessen haben, haben wir das jetzt auch getan. Mal wieder. Könnte es mal aufhören zu regnen, finde ich. Ich glaube, ich werde hier irgendwo eine kleine Extra-Hütte. Ich werde hier Hütten hinbauen, so kleine, so 4x4 oder so, wo dann Planen reinkommen. Die nächste Hütte, wo dann Reifen reinkommen und eine, wo Barrels reinkommen oder so, eine, wo der Motor reinkommt. Das ist ein bisschen ordentlich, dann sind die auch genutzt und liegen hier nicht alle brach rum. Ah, jetzt ist es ja relativ hell, ne? Da hört es gleich schon auf zu regnen. Ja, eine geht hier noch. Also wenn hier noch eine dran geht, geht hier noch eine dran. Finde ich schon. Kann man da mindestens ein oder zwei machen. Da hört es auch schon wieder auf zu regnen. Schön. Jetzt gucken wir mal eben. Habe ich einen Hammer? Ja, habe ich. Eins, zwei, drei. Was ist das denn hier? Ein Crude Spear. Geil, ein Speer. Der liegt hier einfach so rum. Crafting House Foundations Wood Sticks. So. Geht da noch einer vor? Da geht noch einer vor. Das ist cool. Ja. Gut. Dass da noch einer vorgeht, ist ziemlich gut. Die Bohnen behalten wir. Die Sticks schmeiße ich weg. Die Hoe schmeiße ich hier weg. Obwohl, ich fange schon mal an mit der ersten Hütte hier so hin. Wo bauen wir die denn? So quer verteilt hier so ein bisschen. So, Foundation. Hier. Warum geht das? Ah, hier so. Genau, machen die ein kleines bisschen höher. Mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. Ja, so. Ich sollte vielleicht erstmal eben die Wände und das Dach da machen. Bevor ich hier anfange, Sticks zu verbrauchen. Hahaha. Ist ja nicht so, als hätten wir da hinten noch 50 Reihen Bäume. So, eine Wood Half Wall hier dran.
Da da jetzt noch eine dran geht, machen wir das auch direkt so, dass ich sage, ich mache den Eingang aufs Boot, also die erste hier machen wir zu, dann haben wir hier den Eingang aufs Boot und dann die letzte machen wir auch zu. So würde ich das jetzt sagen, dann kann man hier schön rausgucken, man steht ja noch ein Stück weiter vorne, um rauszugucken. Aber man sieht eh nichts, weil die alle da hinten in dem tiefen Wasser sind. Was natürlich ein bisschen scheiße ist auf der einen Seite, andersrum, naja. Flurs, Woodflur. Ne, nicht hier, hier. Obwohl, hier könnte man auch schon einen, hier haben wir drei Punkte, ne? Drei Punkte oben haben wir ja. Wenn wir hier direkt Woodflur hier einen draufsetzen, zack. Schön. Obwohl, man hat da ein bisschen was schwimmen sehen, glaube ich, gerade. Ja, läuft langsam. Finde ich geil. Finde ich langsam. Also wir brauchen 4, 8 Stück mindestens. Na, ob ich mir die nicht woanders herholen muss. Weiß ich nicht. Nehmen wir uns jetzt Sticks mit. Oh, und dann sind die hier auch schon alle weg. Das ging ja schnell. Ich meine, wir haben noch 50 Sticks oder so in dem Haus drin. So, machen wir hier so kleine, schöne, eingeborenen Teile. Eine Holztür. Hierhin. Eine Woodwall. Hierhin und noch eine Woodwall hierhin. Ihr seht, die paradiesische Insel wächst langsam. Jetzt nehmen wir uns direkt auch hier die Plane mit und schmeißen die schon mal da rein. Die sieht nämlich hässlich aus. Häslig, könnte man sagen. Das ist häslige Plane. Dann kann man die wenigstens hier hat man hier an einem Fleck gebündelt. Und dann müsste man jetzt, wie gesagt, so Schilder bauen können. Dann könnte man da vorne an dem Haus ein Schild dran machen, wo drauf steht, Plane. Boah, immer wenn ich hier ans Wasser komme. Ätzend. Als müsste der erst noch das Wasser generieren oder so. Weil die Umgebung unter Wasser. Mit. Ha! Dann ist schon wieder ein bisschen aufgeräumter hier. Doch so viele. Oh. Okay, 24 Stück. Erstmal hier so in die Ecke. Ich hoffe, die bleiben auch alle hier in dem Haus. Scheiße gestapelt und so. Upsa. Wollte ich nicht. Wollte hier so. Das hat ja wunderbar funktioniert. Das ist ätzend. Mit dem auf einem Fleck stehen, dass die immer so durch die... Ja, ja, Istler. Istler. 1, 2, 3. Naja. Hat keiner gesehen. Alter Vater, ehrlich, ey. Ich würde sagen, wir gehen dann... Haben wir jetzt noch alles bei... Den Hammer und die Hoe lassen wir hier. Die brauchen wir da drüben nicht. Gehen da ja nur sammeln. Die Hoe bleibt hier und der Hammer bleibt hier. Wir könnten noch ein paar Speargun-Pfeile brauchen. Denke ich. Das nehmen wir uns mit. Upsa. Nö. Das brauchen wir jetzt nicht. Wir nehmen mal den in die Hand, bevor wir das Kotelett gleich gegessen haben. Da ist unser Boot. Ich sehe das Segel. Das ist echt so ätzend. Nein, nicht abhauen, nicht abhauen, nicht abhauen. Boot angeschubst und weg ist es.
Na, es hat doch nicht ganz geklappt, aber egal. So, und dann machen wir uns jetzt mal wieder auf den Weg hier rüber. Hier rüber. Wir könnten auch eigentlich die Insel hier auf der Insel dann später Palmen plätten. Und... Boah, hier ist schon so seicht. Scheiße. Ich würde sagen, ich lasse das Boot jetzt mal hier stehen. Nicht, dass ich wieder so fast bis dahin das Boot ins Wasser schieben muss. Und ja. Naja, wie gesagt, das Problem ist ja jetzt, dass unsere Insel gerade stillsteht. Da nichts passiert. Aber ich hoffe, wir finden gleich den Hai wieder. Dass wir das sehen, dass es unser Hai ist, weil er gekennzeichnet ist mit den... Pfeilen der Speargun, so war's. Und dann... mal 1, 2 haben wir schon wieder. Dafür, dass wir 8 Stück brauchen. Mindestens. Weil ich will ja... Ich würde gerne... Eigentlich ganz gerne die ganzen Sachen auch noch alle. Also die ganzen... Erstmal wechseln wir jetzt hier auf die Speargun. Boah, ist hier ein Fischschwarm. Cool. War das hier in dem Schiffsrumpf? Eine Kiste. Was drin? Kompass. Ja, geil. So, dann gucken wir mal, ob wir... den kleinen Getigerten wiederfinden. Ich möchte ihn jetzt gerne töten, damit ich das Fleisch habe und auch meine Pfeile wieder kriege. Das ist so ein bisschen ärgerlich daran. Oder ist er jetzt ganz abgehauen? Bin gerade mal ein bisschen mutig. Ich glaube, der kommt nicht, oder? Wahrscheinlich genau jetzt, wenn ich auf Luft wechsel, keine Speargun in der Hand habe, dann kommt der wahrscheinlich. So. Dann paddeln wir mal eben hier rüber. So. Kein Hai in der Nähe. Das ist natürlich schade. Das ist natürlich sehr schade. Gehen wir mal hier rein. Gucken wir. Oh, ein Eimer. Hey, geil. Wir haben ja noch keinen. Ein Engine. Das ist schon cool. Und was sagt? Noch ein Label Maker und noch ein Kompass. Manchmal denke ich mir so, ja, hättest du gar nicht alles über die Insel generieren müssen. Ich glaube, das sind dann auch Sachen, die ich mir gar nicht erst von der anderen Insel hole. Also sprich den Kompass zum Beispiel. Den werde ich mir gar nicht erst holen. Die 50 Millionen Stück, die da liegen. Schwachsinn. Ich habe jetzt 1, 2 gefunden. Wäre ein bisschen blöde, sich da jetzt auch noch extra welche von der Insel zu holen. So, da haben wir die Schiffe auch abgefrühstückt. Blöd, dass der Tigerhai nicht kommt. Ist hier noch eine Frucht dran? Nö, die haben wir schon abgefrühstückt. Jetzt haben wir hier einen normalen Stick. Woodstick. Aber den sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt mitnehmen. So, da ist noch ein Wrack. Da gehen wir jetzt hin. Oder doch nicht? Alter, das ist doch nicht so weit entfernt. Hallo, was ist los? Ne, wir haben Luft und eine Waffe. So ist es jetzt nicht, aber... Da geht's tief runter. Ne. Ne. Das ist jetzt nichts für mich.
Da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf. Da ist rundherum dunkel, da sehe ich nicht, wenn Haie von der Seite kommen. Da ist zu tief. Das ist dann so ein Projekt, so Tieftauchen ist dann das Projekt für, wenn Hotel und alles fertig ist. Dass mir dann scheißegal sein kann, ob ich sterbe oder nicht. Jetzt im Moment hänge ich zu sehr am Leben. Vielleicht gibt es geile Sachen da unten, wer weiß. Ich weiß es nicht, wenn ihr es wisst. Schreibt es mal in die Kommentare, ob an den komischen Pillern da, wenn man da runtertaucht, ob da irgendwas ist oder ob da nichts ist. Ob sich das überhaupt lohnt. Vielleicht dann auch nur mit, ich finde das scheiße, dass ich den Hai nicht mehr sehe. Naja. Gehen wir mal darüber. Da vorne war nämlich auch, glaube ich, noch ein Wrack. Ein Wrack. Platsch, 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 platsch. Also die Inseln sind so geil, die machen so Bock auf Urlaub, ne? Die machen... Ach, das ist mein Boot. Da vorne ist auch noch ein Wrack. Wrack. Da ist auch noch ein Wrack. Ja, ich bin das Wrack, was man da vorne sieht. Aber sonst ist hier echt nichts. Gut, wir können jetzt hier Palmen noch machen und da hinten zu dem Dingen runtertauchen, aber... Sonst ist hier nichts und es wird schon wieder dunkel. Bisschen scheiße gerade alles. Dass ich den Hai nicht gefunden habe, ärgert mich. Keine erfolgreiche Folge. So. Boah, Ruckler, ey. Mega scheiße. Entschuldigung. Da muss ich gerade mal noch so ein Schlück. Hallo? Komme ich denn jetzt hier hin? Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Holla hi, holla ho, holla ha. Ich glaube, damit gleich auch wieder was passiert, ein bisschen mehr passiert, werde ich gleich nochmal zu unserer Lootinsel rüberfahren, mehr Stahlträger holen. Was haben wir jetzt gehabt? Ein Schiff haben wir gemacht, ne? Ich musste gerade mal überlegen, was wir jetzt geschafft haben, eigentlich. Aber irgendwie nicht so viel. Ist das ein Planet, die ist hier hingeflogen? Ernsthaft? Zwei Kompatzen haben wir jetzt schon. Die schmeiße ich mal hier vorne hin. Hier so. Ein Eimer. Weil wir ja noch keinen haben. Der ist aber voll mit Seawater. Platsch. Jetzt eine mehr. Einfach mal umgetretener Dingen. Ja, den brauchen wir auch demnächst. Den Kompass. Hier ins Lager. Den Kompass schmeißen wir hier hin. Die beiden. Den Motor gleich da draußen hin. Noch eine Labelmaschine. Was man also für einen Scheiß so ansammelt über Zeit. Empty Water Bottle. Okay. So, Hunger ist voll. Wasser gehen wir uns gleich holen. Wir nehmen mal die Sticks hier mit. Die ganzen. Damit wir die Hütte da draußen vielleicht schon mal so rundherum die Wände fertig kriegen. Außerdem, wie sieht denn das aus? Sticks in der... Sticks im Haus. Bisschen bescheiden. Aber gut, brauche ich einen Hammer? Ja, wäre nicht schlecht. So ein Hämmerchen wäre nicht schlecht mitzunehmen. Dann machen wir das hier mal eben. Hoffentlich passt das jetzt mit drei Wänden, dass wir die zumachen können. Brauchen 2, 4, 5 Wände, aber okay. Hammer.
Crafting, Wände, Woodwände. 4 Stück können wir bauen, ist ja schon mal was. Wir sollten vielleicht hier Fenster reinmachen. Woodfenster. Damit hier auch Licht reinkommt. Beschweren sich die Leute am Ende. Steht dann hier auf Expedia oder so hier Stranded Deep Island und so, ne? Schöne Insel, aber Hütten ohne Fenster. Für romantische Stimmung ist gesorgt. Gucken wir mal, ob das jetzt klappt, halbwegs. Einen kleinen Eingang braucht man noch, eine kleine Treppe nach oben. Also da sind die Grenzen der Engine dann wirklich gesetzt, dass ich hier durch den Krempel durchlaufen kann, ist egal, aber zumindest bleibt der Krempel innerhalb gebauter Wände, das ist ja schon mal was. Hier ist sonst, da ist noch eine. Ich glaube, da in Richtung Wasser ist auch noch eine geflogen, ne? Jawohl. So. Dann haben wir hier so das erste kleine Häuschen, Besucherhäuschen, Gästehaus, auf das man hier alle Arten von Urlaub erleben kann. Warum fliegen die alle in die Richtung? Sind die doof? Warum können die nicht einfach hier so liegen bleiben? Nö, da fliegen die hier bis zur Tür, fliegen sogar durch die Tür durch. Durch die offene. So, schmeißen wir die hier zu. Jetzt können wir hier eine Tür reinsetzen und dann ist Klappe zu, offen tot. Könnte man so sagen. Sagt die Uhr, wir haben immer noch Durst. Durst. Empty Bucket. Bucket Freshwater. Eimer ist leer, Durst ist voll. Schmeißen wir den weg. Machen hier unsere Früchte. Nicht viel. Muss ich da jetzt eigentlich mit der Hoe, muss ich die bearbeiten oder so? Ich müsste mal langsam so das erste Bett bauen, damit wir diesen hässlichen Shelter vor dem Hotel wegmachen können. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier irgendwas machen muss. Okay. Nein, muss man nicht. Einfach wachsen lassen. Ups. War natürlich geplant. So, den haben wir auch wieder weg. Die leere Flasche hier weg. Die Flasche leer. Oh, wir haben noch zwei Dülsen. Zwei Dülsen. Die Speargun. Schmeißen wir auch hier in den Lagerraum. Hier so, machen wir hier so Waffen hin. Weil der Bogen liegt ja auch schon hier vor der Tür. Da so Crudebow. Mit so einem Pfeilen. Machen wir da Waffen hin. Da hinten haben wir Werkzeuge. Hier haben wir sonstigen Krempel. Ein Messer ist auch eher eine Waffe, ne? Messer schmeißen wir auch hier rein. So, hier haben wir den Krempel. Die Airtanks. Plop, plop. So, man sieht jetzt aber auch nicht, welcher welcher ist. Den Mörder. Davon haben wir jetzt doch schon einige. Können wir uns wohl 5-fach Boote bauen. Zack, den Motor dahin. Jetzt haben wir nur noch Bohnen. Bohnen. Schmeiß ich hier nicht auch direkt in die Küche. Weil Hunger haben wir keinen, wir müssten müde. Wir müssten müde. Versteht mich richtig, Deutsch ist schon wieder heute der Knaller um Sonntag. Also heute ist Sonntag, ihr werdet die Folge wahrscheinlich Mittwoch oder so sehen. Na, falscher Knopf, Schlieb. So. Guten Morgen.
Das sieht auch lustig aus da drüben. Ja, Wasser haben, Durst haben wir. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt direkt nochmal. EMT, Bucket Freshwater. So, hier haben wir ganz viel Wasser, da haben wir Lampen, Laternens. So, jetzt habe ich das Inventar leer. Jetzt fahre ich nicht wieder geradeaus zu der Insel darüber, sondern fahre zu unserer Loot-Insel. Hallo? Ich komme nicht auf mein Boot drauf. Ach, jetzt Gott sei Dank. Das ist die Insel. Dort in dieser Richtung. Das ist die Insel, also unsere alte Insel. Da fahren wir jetzt mal hin. Gucken, was da ist. Und wenn da nicht so viel ist, vielleicht sind da vier Planken oder zumindest zwei. Könnte man ein Stück von dem Bootsausleger fertig bauen. Und könnten dann auch ein kleines Boot da reinsetzen. Damit wir wieder ein bisschen Krempel auf der Insel loswerden. Ich hasse diese Ruckler. Gleich stehe ich wieder voll mitten auf der Insel. Wie vorhin auch schon. Als ich auf einmal daneben stand, saß. Jo. Gucken wir mal, was jetzt hier so dolles ist.